So, wir sind jetzt endlich in Holland angekommen mit meiner Freundin. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren durch die Stadt. Wir sind zum ersten Mal hier in Eindhoven. Und ja, gucken, was wir hier machen. Wir nehmen mich ein bisschen mit wahrscheinlich ein kurzes, kleines Video. Ja, wir sind gerade hier vor so einem Laden, wo so richtig alte Technik verkauft wird. So ein Nintendo DS, ein Nintendo 3DS, ein PS2. PS3, Xbox 360, gibt es auch so Switches und so, dann gibt es ja auch so iPhone 6, iPhone 7, sind jetzt nicht so alt. Jetzt sind wir in der Innenstadt von Eindhoven, hoffe ich, oder ich denke schon, also sieht so aus. Wir gehen jetzt hier durch die Geschäfte und dann schauen wir mal. Dann gehen wir essen. Ja stimmt, wir müssen noch essen gehen. Wir gehen auch gleich noch essen. Burger essen. Ja, die Frau wollte Burger essen gehen mit Chicken Nuggets. Klingt nach McDonalds, aber nee, sie möchte kein McDonalds gut. Auf jeden Fall werde ich nachher zurück zu diesem coolen Technikladen und mir einen DS holen. Bitte nicht. Also wir waren jetzt in so einem komischen anderen Laden. Ich musste das hier holen. Naja, dann haben wir ihr das mal geholt. So, jetzt gehen wir weiter. Mal gucken, wo es so hinführt. Ich schätze, es wird noch ungefähr durch 17 Läden gehen, wo es Schmuck gibt, wo es Kuscheltiere gibt, wo... Danach gehen wir irgendwann was essen. Es fängt an zu regnen. Ich habe keine Kapuze. Ich habe zwei. So, wir sind jetzt zum Asialaden reingegangen, beziehungsweise der Name sah asiatisch aus, also war ein asiatisches Kennzeichen. Also ich weiß halt nicht, welche Sprache und sie möchte wieder irgendein Kuscheltier haben. Der gibt's Marvel. So, ich gehe kurz in die Billigtechnik rein, dann gehen wir runter. Boah, das brauchen wir. 10 von 10. Okay. Everyone can see when we're going and going and going, it's a good night. Baby, let it roll like the good times. Smoking and pouring, I'm focused on you, yeah. You can see it, everyone can see it. And I bet everyone's looking. Mickey Mouse, voll süß. Oh, hier gibt's Marvel-Stuff. Marvel, ich hasse Marvel. Ich hasse auch Disney. Du hast gerade Iron Man. Ja, Iron Man ist der Einzige, den ich liebe. Ich mag nur Iron Man. Iron Man ist einfach als Figur cool. Ja, der ist ein Asozialer, aber das finde ich cool. Connection is what you crave. You paint on something to change. Fucked over 1,000 times. Think everyone's the same. But it's not the case right here, right now. The first sight shit is no joke. Yeah. Could be a wealth. Richtig cooles Gebäude hier, ganz schön groß. Ich weiß gar nicht, ob es in der Kamera so groß aussieht, aber es ist schon sehr hoch. Dann lass jetzt mal irgendwo Essen suchen. Ich will einen Burger. Oder Mc's. Nein. Herr Mc's hat Burger. Ja, aber ich will so einen richtigen Burger. So. Boah, heißt Mc's hat keine richtigen Burger? Nee, das ist so Fast Food, so ganz schnell gemacht. Zum Matsche, zum Müll. Ja, ich will so einen vor meinen Augen fertiger Burger, so. Das war kein deutscher Bäcker. Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Wir suchen jetzt Essen, wo man essen gehen kann, wenn wir Hunger haben. Also ich will Burger. Hier gibt es einen Latinos Burger. Digga, McDonalds mit zwei McDonalds innerhalb 50 Meter. Ist ja wie in Düsseldorf. So, warte, woher kommen wir überhaupt? Warte, stopp. So, wir sind hier im Einkaufszentrum. Wir kommen von... Das ist doch die Kirche, wo wir die Fotos gemacht haben. Wir sind von hier rausgekommen. Hier. Ah. Wir sind von hier rausgekommen, sind dann hier so hoch und dann hier diese Straße rein. Dann komplett hier sind wir durchgegangen. Leider weiß ich das auch nicht, warum es kein Mc's geworden ist, aber passiert, wollte ich mal sagen. Muss ich dir jetzt mal erzählen. So, da wieder. Die haben so ein Mini-Apfeltaschen, die sehen schon krass aus. Ich mag eigentlich keine Apfeltaschen, aber ich glaube, ich werde die probieren. Dann haben die hier noch so ein McChicken, wie ist denn noch, Chili? Oder nee, McChicken Spicy heißt der. Spicy McChicken. Und was wir in Deutschland nicht haben, den McBand. Soweit ich weiß, haben wir den nicht. Aber ja. Ja, die sind echt süß aus, die Burger. Na gut, wollte ich mal sagen, guten Appetit. Dankeschön dir. Also wir waren gerade essen und ja, ist schon dunkel geworden. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall zum PSV-Stadion, weil ich Fußball mag. Ich bin jetzt kein PSV-Fan, aber PSV, PSV, keine Ahnung. Was kann man machen? Du wolltest auch nach Medien machen. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Ich will extrem nach Essen.
Ja, wir sind gerade an einem Hühnerstand vorbeigelaufen. Ja, so ein Hühnerbrühe so. Ja. Aber ist voll lecker. Ja, ist okay. Ich bin kein so Hühnermensch. Ich bin Veganer. Nein, bist du nicht. Ich hab einen Burger gegessen. Das ist einfach ein Fahrradweg hier. In Deutschland ist es so ein Viertel davon. Wir sehen uns, wenn wir vom Stadion sind. Wir sind auf jeden Fall gleich da. So, look at this beauty. So, wir sind da. Hier ist das schöne Stadion. Das ist wirklich voll cool. Ich finde, das sieht richtig modern aus. Also fancy. Und ich finde es auch voll cool, dass es einfach mitten in der Stadt ist. In Madrid ist es eigentlich noch krasser, weil da hast du halt wirklich so Blockhäuser und so Wohnhäuser direkt neben dem Stadion. Das ist eigentlich auch sehr, sehr krass. Hier ist es ein bisschen ähnlich, aber ja. Lol, das ist ein Fitnessstudio. Da drin ist einfach so ein Fitnessstudio. Wie cool ist denn das? Hier. Kann man nicht reinzoomen? Das ist einfach so ein Fitnessstudio da drin. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause. Wir brauchen ungefähr 1 Stunde 20, anderthalb Stunden ungefähr so. Und ich würde mal sagen, das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben da lassen und abonniert diesen Kanal. Es werden im 2-Wochen-Takt immer so Videos kommen, hauptsächlich Technikvideos oder auch so Lifestyle-Videos, Vlogs wie heute. Was auch natürlich kommen kann, was ich mir auch sehr wünsche, ist Vlogs mit technischem Hintergrund. Zum Beispiel einfach, dass man so ein 24-Stunden-Videos macht, wie 24 Stunden mit einem ersten iPhone oder 24 Stunden mit bla 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 oder 7 Tage, auch so Selbstexperimente werden auch kommen. Und ja, lasst ein Like da, kommentiert in die Kommentare, folgt uns auf Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss gesagt. Tschüss. Hallo, ich muss auf die Straße gucken.